Meine lieben Siedler 7, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen hier zu einer neuen Folge von Siedler 7, ne? War ja schon gerade erwähnt, ne? Und überhaupt nicht sowieso. Ja, guten Tag, ne? Ich habe jetzt immer hier rausgeguckt, ne? Wie man jetzt hier so die Mönche schicken kann, ne? Das ist so, nützt ihr Ereignisgebiete, ne? Mit dem und so weiter, ne? Wir können jetzt hier mal mit dem Drachen da interagieren, ne? Müssen wir uns hier alles angucken, ganz genau, ne? Und so, und dann können wir dann da irgendwie was hinschicken, ne? Mönche und so, ne? Dann bla 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 und so weiter. So, das machen wir mal direkt. Wir gehen jetzt hier mal, ne, das ist der Drachenkopf, das ist hier das ist der Kollege, wo wir hin müssen, die antike Bibliothek, ne? Und das klicken wir jetzt mal an, so, dann klicken wir nochmal drauf, ne? Und jetzt können wir hier, ne, Gelehrte für den Archivar, ne, und so weiter, ne? Drei, ne, und die haben wir auch gebaut, ne? Sehen wir hier, ne? Da haben wir die fertig gemacht, ne, bei der letzten Folge. Und ich gehe jetzt mal hier auf Senden. Eure Geistlichen brauchen eine Weile, bis sie die antike Bücherei erreichen. Okay, das will ich mir mal ganz kurz in Ruhe angucken. So, da laufen Nutzt so die... Nutzt diese Zeit, um eure Wirtschaft zu stärken. Jetzt halt mal die Fresse hier, Boss. Ich will jetzt hier mal ein bisschen gucken, wie meine Paar das hier losziehen. Denkt daran, dass ihr später Kämpfe werdet bestreiten müssen. Kämpfe, ja. Der ist immer nur am Kämpfen. Schaut nach, ob spezielle Güter fehlen und errichtet die nötigen Produktions. Jetzt halt mal die Schnauze hier. Ich will jetzt hier meine Paar das mir angucken. Boah, ich habe gestern aufgenommen, Wildlife Park, da ist die Maus komplett anders eingestellt, aber ich will jetzt nicht mal ganz hin. Jetzt geht doch nicht so hier quer, fällt ein Freund, ich muss hier gucken, wo ist, hallo. Ich will jetzt hier meine Paddos mehr angucken. Ah, so sind sie, eine schöne Kordel am Dings, der Bumster und so weiter. Aha. Ja, Jungs, ne, macht das vernünftig, ne, wo sind wir denn jetzt hier drin? Oh, ich glaube im Lagerhaus oder so, sieht das aus, das Lagerhaus von innen aus, oder das ist ein Wohnhaus? Ist ein Wohnhaus, super. Ja, da gehen auf jeden Fall unsere Matrosen jetzt, Matrosen sind es ja nicht, ne? Das sind ja ne, Menschenfischer oder wie auch immer, ne? Und, So, ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen umgewöhnen, liebe Leute. Das ist gar nicht so leicht, ne? Weil, ne? Ich weiß nicht, wer von euch bei mir Wildlife Park 3 guckt. Da läuft das komplett andersrum, ne? Aber egal, ne? Kleine Dickmops hier, Bruder Tuck oder wie hieß der bei Robin Hood? Ich weiß es gar nicht genau. Ja. Die gehen jetzt auf jeden Fall dahin. So, dieser alte Querulant hier, Boss, hat mir gesagt, ich soll gucken, dass hier alles soweit in Ordnung ist. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Was haben wir denn so, liebe Leute? Wir haben, ja, Getreide könnte ein bisschen mehr sein irgendwie, ne? Jagdgebiet könnten wir auch ein bisschen was erweitern. Ja, Steine. Müssen wir ganz kurz mal gucken. Können wir hier noch was hinsetzen? Arbeitsgebiet, da machen wir nochmal... Genau, wupp, das machen wir da nochmal hin. Haben wir noch ein bisschen mehr Getreide. Wir haben ja da zwei Mühlen. Das ist, glaube ich, gut. Okay, können wir... Denn die ist aber schon voll, ne? Die ist auch schon voll. Getreidescheune. Ja, wir müssen uns jetzt hier mal langsam vorarbeiten, ne? Wir haben 14 Soldaten. Was haben wir denn hier? Was ist das jetzt hier eigentlich? Ist das die Bibliothek oder was ist das? Hm, ich weiß es gar nicht genau. Können wir noch irgendwas erobern hier so? Brauchen wir noch irgendwas? Was ist das hier? Ist das schon Raspun? Das könnte aber schon Raspuns Gelände sein, okay. Was ist das? Abteilung 1, klicken wir mal an. Da sehe ich irgendwie gar nichts. Ist das Raspun? Mhm. Okay. Ah, ich finde es immer noch wunderschön, was die Farben angeht, ne? Mann, Mann, ich glaube, unser Stein ist bald am Ende, ne? Wir müssen mal ganz kurz gucken. Was hast du hier für Sorgen? Ja, der braucht Mehl. Können wir noch mal eine... Was ist jetzt hier? Was mit dir? Ist das leer gefischt? Ein bisschen Fisch haben sie aber. Das ist eine Fischerhütte. Holzfällerhütte. Okay, der hat leer geballert. Sagt, hat nichts mehr. Okay, was machen wir auf? Dann reißen wir die mal ab. Yep. Und machen da, wenn das gleich abgerissen ist, werden wir da nochmal ein paar Bretter hinmachen. Denn Holz, denke ich mal, haben wir erstmal genug. Und wir ganz gesehen, ja, Holz ist auf jeden Fall da. Aber so ein paar Brettermacher, die fehlen vielleicht noch, ne? Dass wir da vielleicht ein bisschen hier, ne, ein bisschen sägen können und so, ne? Wir haben das alles schon im Einzelnen mal gesehen. Komm, jetzt mal weg, den Scheiß hier, so, ist richtig. So, verschwindet. So, kommen wir jetzt hier, Brettermacherei, genau, Sägemühle, so. Was? Oh, ich danke euch, Prinzessin, dass ihr mir Unterstützung für meine Forschung schickt. Dies ist Beweis genug für euer Interesse an meiner Arbeit und meinem historischen Wissen. Als Zeichen meiner Anerkennung lehre ich euch die Nutzung mächtiger Technologien, die von großem Wert für euch sein werden. Okay. Bravo, Prinzessin. Der Archivar ist zufrieden und gewährt euch Zugang zu seiner Forschung in den Klöstern.
Da ihr nun die Technologiekarte nutzen könnt, solltet ihr ein wenig Forschung betreiben. Erforscht Ballistik. Sie wird euch von Nutzen sein, wenn ihr Raspuns Befestigungen überwinden wollt. Wollen wir das? Ich weiß gar nicht, wie wir das wollen. Es ist hier... Jetzt wird's dunkel. Ist das die Forschungskarte? Technologie, gut, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Okay, das ist, irgendwann ist das hier wahrscheinlich ganz rund und das ist jetzt hier Gewaltmarsch nicht möglich. Ihr habt nicht genügend Geistliche. Okay, wir brauchen, oder müssen wir drei Pardos machen, okay. Gut, dann gehen wir mal ganz schnell wieder raus hier. So, bauen. Dann müssen wir ganz kurz hier auf unsere Kirche, denn wir brauchen noch ein paar Wuppdiwappdi. Wir brauchen noch drei Novizen. So, bitte sehr. Haben wir noch genug Platz? Ja, Platz haben wir jetzt. Wir haben 61, 78 frei haben wir. Haben wir genug Bier? Freunde, wie sieht es mit dem Bier aus? Wenn der Schallerballer zu Ende geht, dann ist immer nicht gut Kirschen erst mit den Jungs, ne? So hier 29, ja, das hier, boah, müsste einfach sich reichen, ne? Also ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spräche. Also gehen die Fische wieder in die Kirche. Das hatten wir ja, glaube ich, beim letzten Mal schon erlebt. Und die Fische sind sehr, ne, gläubige Tiere, ne? Gehen dauernd in den Tempel, ne, und... Was ich immer mal machen wollte, ist hier Prestige. Yeah! Was können wir was freischalten hier? Ich kann noch gar nichts freischalten. Haupt- und Sozialgebäude. Diese können zwei Kriegsführung. Aha. Freigeschaltet. Ja. Ist aber jetzt freigeschaltet. Nicht, dass ich hier wieder irgendwie rumkraspanne und ich da nicht blicke, was ich da... So, Technologiekarte und so weiter. Ja, wir brauchen erst drei Paares. Vorher können wir nichts machen, ne? Weißt du was, wir können ja schon mal ein paar mehr ausbilden hier. Wim, 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 machen wir nochmal drei gleich hinterher. Doppelt gemoppelt hält besser, ne? Das kann nie schaden, denke ich mal, ne? Und gehen wieder die Fische zum Beten, ne? Super Sache das, ne? Ja, perfekt. Kommen die ganzen Jungs wieder raus und haben die Fische lecker gebracht, ne? Die sind jetzt da. Ich würde ja gerne mal reingehen in die Kirche, ne? Die Fische beim Beten würde ich ja schon ganz gerne sehen. Ah, ja, ne? Jetzt sind wir auf jeden Fall drin, aber wir sehen irgendwie nichts, ne? Hier, ich will ein paar Fische beim Beten, Freunde, hallo. Gut, okay. Das ist der Brettermacher, das ist eine coole Sache. Okay. So. Müssen wir ganz kurz gucken, weil ich... Weiß, ich glaube, wir sollten noch mal ein paar Soldaten machen. Wo ist hier der verkackte Boss? Hier, da. So, was brauchen wir denn noch? Haben wir hier zwei davon, drei. So, okay. Ist denn jetzt hier noch irgendwas in der Nähe, was neutral ist, was wir vielleicht irgendwie angreifen können? Aber Freunde, wisst ihr was hier da ist? Das sieht doch irgendwie gut nach, wir können doch hier bauen. Klar, das ist unser Gebiet. Wir bauen jetzt hier nochmal, so, Moment, Berghütte, ne, ich wollte, nein, das wollte ich gar nicht. Pardon, ich habe es länger nicht gespielt, meine lieben Leute. So, Berghütte, Forsthütte, genau, ich wollte eine Forsthütte. So, ein bisschen höher scrollen. Hallo, ich sagte höher scrollen. Machen wir das so. So, wupp. Wupp. So, okay. Und da möchte ich nämlich jetzt, frumm, da sind die Soldaten, machen wir da nämlich jetzt mal eine Jagdhütte hin. So, einmal Jagd. Und dann machen wir da nochmal Jagd hin. Und hier würde ich sagen, gucken, ob wir ein paar, ja, Holzfäller hier irgendwie was reißen können, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt so funktioniert. Frumm, da kommen auf jeden Fall schöne Soldaten. Und hier wollte ich noch immer ganz kurz gucken, wie sieht es denn hier mit dem, ja, Getreide ist doch sehr wenig, ne, meine Lieben. Dann würde ich sagen, bauen wir hier nochmal, ne, Moment, ganz kurz gucken. Genau, ein Bauernhof. Das wollte ich hier nochmal hinsetzen. So, geht das hier? Moment. So. Oh, die Maus dreht, wie sie will. So, das sieht aber gut aus. Können wir das so machen? Perfekt. So, dann mal hier nochmal. Frumm. So, warum habe ich den jetzt nicht gemacht? Hä? Moment, dann reißen wir die sofort wieder. Aber verdammt, das kostet mal Arbeit, beziehungsweise... Wieso habe ich denn... Habe ich irgendwie scheiße platziert, ne? Ja, egal. Pass mal auf, da machen wir jetzt mal hier... eine Getreidescheune... und eine Windmühle. Haben wir halt nur zwei. Ist natürlich kacke, verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, aber was mit euch hier? Das ist Forsthütte. Was ist das? Eine Jägerhütte? Die haben nichts zu tun?
Wir haben übrigens noch Kohle, sehe ich gerade. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wofür wir Kohle brauchen. Aber hier ist doch noch Jagdwild, ne? Das verstehe ich nicht. Pass mal auf, dann hauen wir die mal weg. Yep. Was kann ich, was ist das denn jetzt eigentlich? Das ist eine Holzfällerhütte, okay. Der scheint aber noch was zu tun. Aber hier ist doch Wild. Hier, der kannst du doch schießen. Da hier, gehst du da hin. Muss ein bisschen spazieren gehen, ich gestehe, ne? Aber, okay, was können wir da sonst noch machen? Bretter. Ja, komm, wenn sie hier schon mal steht, machen wir Bretter. Können wir hier noch irgendwie eine, ein bisschen Kohle uns klar machen? Ganz kurz mal gucken hier. So, Kohlemine, ne? Okay, mit der Maus, das verstehe ich nicht. Ich drehe schnell, ich drehe langsam. Aha. Hier waren irgendwo, waren wir jetzt irgendwo zwei, ne? Aber da müssen wir natürlich auch rauskommen, ne? Das ist immer so die Sache. Da sind zwei, aber da komme ich dann nicht mit dem Weg raus. Verdammte Scheiße, wir testen das mal so. Komme ich jetzt hier durch? Oh doch, das scheint aber zu klappen. Perfekt. So, dann machen wir nämlich hier nämlich Kohlebergwerk. Machen wir noch ein Kohlebergwerk. Wenn wir schon dabei sind, sind 80, ne, können sie auf jeden Fall ein bisschen was machen. Ich bin ehrlich, so aktuell weiß ich noch nicht genau, wofür wir Kohle brauchen. Ist das ein Lagerhaus? Das ist ein Lagerhaus, das ist eine gute Sache. So, meine lieben Leute, dann gucken wir mal hier weiter. Ne? Ihr hört, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, aber das kriege ich wohl hin. Frumm, das ist eine coole Nummer. Da gibt es wieder ein paar Soldaten. Was brauchen wir denn sonst noch? Wir haben jetzt hier, okay, ein paar Wohnhäuser. Oh Gott, das ist der Steinbruch. Ich glaube, der ist bald leer, meine lieben Leute. Das ist scheiße, ne? Weil sind denn hier irgendwo, ne? Irgendwo Stein? Ist hier irgendwo Stein? Moment. Weil Stein wird irgendwann echt sehr, sehr wichtig, ne? Das ist nämlich voll kacke, wenn dann kein Stein da ist. Aber egal, pass mal auf, dann stellen wir... Weil wir brauchen ja noch ein paar Wohnflächen. Dann haben wir hier nochmal ein paar Häuser hin. Haben wir einmal hier ein Standardhaus. Da muss auch nichts dran geschlossen werden. Es ist jetzt echt nur reiner Wohnluxus, ne? Und hier nochmal ein gehobenes. Kriegen wir das auch noch hin? Kriegen wir nicht hin. Kriegen wir nicht hin. Kriegen wir das hier noch hin? Ja, kriegen wir nicht hin. Okay. Lassen wir das erstmal. Vielleicht reicht das ja erstmal so. Irgendwann kann man die, glaube ich, auch updaten. Aber das ist jetzt hier echt mal nur erstmal Verpflegung. Und dann irgendwelche Materialien, die wir noch ziemlich viel verarbeiten können. Ja, ich glaube, eine Metzgerei können wir nochmal hier hinsetzen. Das wäre, glaube ich, eine ganz coole Sache. So. Metzgerei, wie sieht es denn mit unseren Goldmünzen aus? Haben wir nur ein, zwei. Aber wir haben auch kein Gold. Insofern brauchen wir das nicht wirklich, denke ich mal. Ne? Wo waren denn nochmal unsere Minen? Da, aber ich glaube, die ist fast leer, die Goldmine, ne, oder? Lass kurz mal gucken. Wie ausgelastet ist der Quatsch hier? 100%? 21. Ja, aber ich denke mal, mit dem einen Geldmacher haben wir ja, glaube ich, ne? Oder sehe ich das verkehrt? Ganz kurz mal gucken, meine lieben Leute. So, was ist das? Das ist Metzgerei. Münzprägerei. 100%. Ja, voll ausgelastet. Ich denke, das soll erstmal reichen. Wir gucken mal, jetzt machen wir da auf jeden Fall noch einen Metzgerei in das Gebäude, ne? Dann gucken wir mal, wie das hier so weiter am Gehen tun ist, ne? So, hier noch irgendwie ein bisschen... Was mit dir? Metzgerei, was fehlt da? Da fehlt ein Lagerhaus. Wieso, hier ist so ein Lagerhaus, oder nicht? Produktivität? Wir können das Lagerhaus nicht beliefern. Es fehlt ein Lagerraum. Ist das voll? Sehe ich das irgendwo, dass das voll ist? Das habe ich noch nie gehört. Ein volles Lagerhaus. Moment, ganz kurz mal gucken. Wird das denn nicht irgendwo angezeigt, dass es voll ist? Ja gut, ich meine, dann bauen wir noch ein Lager aus. Ich wusste gar nicht, dass die irgendwann voll sind, aber okay. Wo setzen wir das denn mal hin? Setzen wir mal hier hin. Aber die werden voll, die Lagerhäuser? Aber wie wird mir denn angezeigt, dass es voll ist? Dieses Lagerhaus hat unbegrenzt Kapazität. Hä? Also da, wer hat das verstanden? Liebe Leute, ne, jetzt einmal aufzeigen, bitte. Ne, wer hat das verstanden? Irgendwie, ich verstehe. Bäckerei, Produktivität, das ist, okay, was fehlt? Nicht alle für die Produktion benötigen verfügbar, okay. Ja, wir haben ja noch ein zweites Ding aufgemacht, ne, also.
Hier ist unsere zweite. Es ist scheiße, ich habe das irgendwie kacke platziert, ne? Okay, was ist mit dir? Okay, die haben natürlich noch kein Mehl. Das ist auch okay. Kriegen sie dann irgendwann Berghütte? Das war eine Forsthütte, genau. Lagerhaus. Aber dass die irgendwann voll sind, verstehe ich ja nicht. Kann nur 20 Einheiten je Lager. Okay. 20 je Lager. Ja, aber ich denke, bis dahin ist noch ein bisschen Platz, liebe Leute, ne? Das ist 20 pro Lager. Okay. Dann war das eine wohl unser erstes Lagerhaus, was dann wahrscheinlich unbegrenzte Kapazität hat. Ich weiß es nicht genau. Was ich jetzt aber weiß, meine lieben Leute, ist, dass mir jetzt hier mal die Folge sich dem Ende entgegengestreckt hat. Ne? Wir werden dann mal schauen, wie es hier weitergeht. Ich muss mal gucken, wie wir das jetzt hier weiter handhaben und ja, hoffe mal, dass wir das irgendwie alles so gewuppt kriegen. Und für Vorschläge und Verbesserungsvorschläge natürlich immer in den Kommentaren und so. Wie immer sehr, sehr dankbar. Liebe Leute, in diesem Sinne ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch verkackt. Ciao, ciao, sagt euer Bielkind 45. Ciao, ciao.